Die Frage ist nur, was machen wir als nächstes? Oh, wir machen ein Wimmelbild offenbar im eingestürzten Minenschacht. Wir brauchen Öllampe. Das ist wahrscheinlich nicht die hier. Oh, aber die Sonne brauchten wir offenbar. Wir brauchen eine Fledermaus, die sich aber offenbar noch irgendwo drin oder hinter versteckt. Wir brauchen 7 Mäuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, das war gut. Ich habe den Maulwurf gefunden. Wir brauchen ein Seil. Wir brauchen einen Vogel. Mist, den habe ich doch gerade auch schon gesehen. Ach nee, das war die Eidechse. Ah, ist ja fast das gleiche. Ein Mond. Der Mond ist hier. Eine Öllampe noch immer. Rohre. Ah, wir brauchen auch 5 Flaschen. Das war eine davon. Das ist die zweite. Das ist die dritte. Ja, hier ist die Öllampe. Okay, jetzt brauchen wir erstmal noch einen Kurbelgriff. Brecheisen. Vogelseil, okay. Der Vogel ist hier. Oh, ich wollte gar... Wow, okay, das hätte ich aber auch niemals gesehen. Der Vogel ist hier. So, die Fledermaus muss ich noch irgendwo hinter verbergen oder so. Da ist sie. Ganz klar, ziehe ich hier an der Kette, kommt die Fledermaus runter. Brecheisen, Kurbelgriff, 2 Flaschen und Seil. Hier ist das Seil. Gott, ich dachte gerade, die Eule stirbt. Hier ist der Kurbelgriff. Hier ist auch das Brecheisen. Mir fehlen nur noch 2 Flaschen. Davon ist eine hier und die andere da oben. Okay. Da habe ich jetzt einen Kurbelgriff gefunden. Und das bringt uns genau was? Können wir hier noch was machen? Nee, ne? Ich denke nicht. Will uns das hier irgendwas sagen? Nachdem ich den Schalterraum betrat, erschien plötzlich ein seltsamer Händler. Welche Geschäfte erhofft er sich? Hm, willst du das wirklich wissen, Schätzchen? Okay, wir fahren mal wieder nach oben. Zum... Ah, nein, 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 ich will... Nein, nein, ich wollte doch gar nicht zum Generator bauen. Hi. Ciao. So, dann tun wir... wo war denn... Achso, ich brauche ein Ziel, ja. Wo konnte ich denn... hier war das. Okay, nächstes Minispiel. Ordne die Symbole unten links richtig an, indem du die drehbaren Scheiben und Juwelen zur Referenz verwendest. Okay, ich kann die auch komplett tauschen, das ist ja langweilig. Kann ich die auch so tauschen? Okay, voll gut. Dann muss da das hin, da muss der Stern hin. Hier muss das Herz hin und der Mond muss hier hin. Und dann passt der Rest dankenswerterweise auch schon, okay. Hey! Dann haben wir jetzt 5 von 6 Münzen. Fehlt aber immer noch eine. Ja, ich würde hier... Was? Achso, jetzt hat die das eingesteckt, ja. Okay. Warum auch immer. Dann... Waren hier nicht 4 Lücken? Na, egal. Achso, das Farbband fehlt, alles klar. Dann setzen wir doch jetzt nochmal die Rohre ein. Das können wir, glaube ich, hier machen. Ah.
Baue mit allen Rohren eine Leitung vom roten zum gelben Rohr. Klicke einmal auf die Rohre, um sie zu drehen. Achso, der Trick an der Sache ist, ich muss wirklich alle verwenden, ja? War jetzt nicht so aufwendig. Okay. Achso, das darf ich jetzt nochmal machen. Na, dankeschön. Nein, so funktioniert das nicht. Aha. 20 Minispiele ohne Überschringen. Was ist da? Krass, jetzt schon 20 Minispiele. Das ist ordentlich. Der Frachtkran. Guck mal, was haben. Ich kann die Münze auf, in der Pfanne nicht erreichen. Ich würde in den Schacht fallen. Na, dann kurbeln wir den Scheiß doch einfach mal. Alter, willst du mich rollen? Du lässt das Scheißding nach unten, anstatt es einfach nach oben zu ziehen? Warum? Ach Manu, das war so eine gute Idee. Okay, dann... Uns fehlt auch immer noch Kohle, sehe ich das richtig? Habe ich irgendwie, bestimmt irgendwo Kohle übersehen. Tja, nun... Dann gehen wir doch erst nochmal nach Moria. Die Tür hat auch schon mal einen besseren Eindruck gemacht. Ach da. So, okay. Liegt hier noch irgendwo Kohle? No, no, Senor, keine Kohle in den Minen. Minispiele, ach Quatsch, Minispiele, Wimmelbildspiele zerfräsen, glaube ich, auch so konsequent mein Gehirn. Ja, ich bin übrigens in der Tat gerade mit Absicht nach oben gefahren. Weil ich gucken wollte, ob ich hier nicht vielleicht Kohle übersehen habe. Nicht so aus. Hier ist, glaube ich, alles gut. Alright. Dann gucken wir doch einfach mal wieder zum Bahnhof. Vielleicht gibt er uns ja auch ein bisschen Kohle dazu. Ich habe das Gefühl, dass ich wissen sollte, was ich mit der Taschenuhr machen muss. Sollte ich die mal dem Ingenieur geben? Na, keine Ahnung. Hervorragende Wahl. Dies ist ein Produkt der Spitzenklasse. Gratuliere zum Kauf. Ich muss nun gehen. Vielleicht begegnen wir uns hier irgendwann wieder. Man sieht sich. Und weg ist er. Zurück bleibt nur... Naja. Vielleicht nicht unbedingt Lavendelduft, aber... Kohle? Ah, hier, Kohle. Wo konnte ich denn, wo kann ich denn, wie kann ich denn... Achso, Moment, ich muss gar nicht hier hin, ich muss da hin. Tue die Farbbänder da rein und dann... Really?
Schreib doch auf die Rückseite der Zeitung. Okay, ich habe mir auf jeden Fall den Code zur Hauptstadt des Koboldreichs notiert. Das ist gar nicht so verkehrt. Hätten wir wahrscheinlich eh machen müssen. Und wenn das jetzt nicht zufällig passiert wäre, hätte ich vermutlich eine Dreiviertelstunde dran rumgerätselt, bis ich irgendwann mal drauf gekommen wäre. Okay. Moment, da hing noch was an der Pinnwand. Aber kein Papier. Wo konnte ich doch gleich was mit der Kohle machen? Läuft ja. Fahrstuhl geht wieder. Ich glaube, jemand Böses beobachtet dich. Holy shit. Okay. Achso, der ist jetzt. Okay. Auf Wiedersehen. Warum gehe ich denn hier hin? Hier war doch gar nichts mehr. Aber wo? So der einzig logische Schluss. Der einzig logische Schluss. Mein Gott. Aber hier ist auch nichts mehr. Ah, ich könnte. Moment. Ich habe da vielleicht. Nein, nicht wieder raus. Wieder rein. Ich habe vielleicht eine Idee. Fahren mal zum Bahnhof. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin ja skeptisch, aber gucken wir mal. Okay, die Idee ist vielleicht gar nicht blöd, aber dazu müssen wir nochmal runter. Also doch, wieder raus. Und die Kohlenpfanne. Und die Kohlen hinein. Und Benzin darüber. Und den Drachen sein Werk tun lassen. Hurra, hurra. So. Jetzt aber wieder nach oben. So. Das hätten wir auch. Dann ziehen wir das Ding doch jetzt mal nach oben. Ah, schön mollig. Und schon geht die Tür auf. Tata. Wow. Was für eine Müllhalde. Okay, wir brauchen eine Handtasche und Handschuhe, eine Fußbank und eine Pfeife. Und, Alter. Außerdem einen roten Schirm. Gott, hier ist alles rot. Der rote Schirm ist hier. Der Gehstock, das ist wahrscheinlich das Ding hier. Eine Zeitung, eine Halskette und eine Glocke. Die Glocke ist hier. Die Zeitung ist hier. Eine Taschenuhr, die habe ich doch schon. So, 3 Uhr haben wir jetzt auch. Dann sammeln wir die Zeiger ein. Das, ja, die müssen natürlich vorher auf 3 Uhr gestanden haben, ganz klar. Hier ist die Taschenuhr. Hey, Papier! Okay, alles andere können wir jetzt also direkt so finden. Das hier ist schätzungsweise die Fußbank. Handtasche, Handschuhe. Die Handtasche ist hier. Handtasche, Handschuhe, Pfeife und Halskette. Die Pfeife ist hier. Die Handschuhe habe ich die ganze Zeit die Maus drauf. Und die Halskette... ja, ist das hier? Ja.
5 Wimmelbildszenen, jeweils unter 8 Minuten. 20 Minispiele ohne Tipps. Ja, das hatten wir doch aber gerade schon, oder? Ach so. Nee, das war 20 irgendwas anderes. Egal. Wir haben Papier gefunden, das ist total gut. Dann können wir jetzt nämlich zum Fahrkartenschalter. Nee, ist totaler Schwachsinn. Wir können zur Schreibmaschine. Tun da Papier hinein. Okay. Okay, kann ich das jederzeit wieder nachgucken? Das kann ich mir doch niemals merken. Das Ding, das Ding, das Ding. Okay, es ist quasi... Sieht das richtig aus? Sieht ziemlich richtig aus, oder? Na, sieht ziemlich super aus. Ah, das ist der richtige Code. Getippter Bahnhofscode. Das ist natürlich auch super, wenn man sich seine... Naja, egal. Achso, Moment, das muss ich natürlich erst in die Rohrpost tun. Dann nehme ich das mit. So, Rohrpostsystem ist ziemlich geil. Haben wir auf der Arbeit. Ich finde es ziemlich fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tue ich jetzt da rein. Krasser Scheiß. Ein Zugticket. Und jetzt kommt auch schon der Zug. Jo. Hallo. Der letzte Zug nach Kobalthausen fährt in 10 Minuten ab. Alle abreisenden Mitarbeiter des Bergpostens bitte Fahrkarten bereithalten. Okay. Fahrkarte bitte, die Dame? Nanu, wir hatten schon lange keine Passagiere mehr aus dem Menschenreich. Ich werde für einen Sitzplatz in Menschengröße sorgen. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt, der Zug fährt ab, alles einsteigen! Closer and closer to her goal, the princess approached. Yet like a storm brewing, hangs a portent of dark omens stewing. Who knows what the new king brings, with the old king gone and mourned? Wir sind in Koboldhausen, Hoheit. Ich schlage vor, wir begeben uns umgehend zum Palast. In Ordnung? Es ist nur nicht zu entscheiden. Wir machen nämlich erstmal ein Päuschen von der anstrengenden Reise. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.